Rieccoci ragazzi, bentornati a tutti sul canale di Nico in Game. Finalmente possiamo rianimare un altro membro dell'equipaggio, quindi scegliamo con attenzione, abbiamo l'imbarazzo della scelta. Vediamo un po' chi è questo. Teresa, la tiratrice scelta, vive sulla coffa, volgendo i suoi occhi bruciati verso l'orizzonte. La vista di Teresa è in grado di spiare le navi anche con la burrasca e di scovare i più piccoli dettagli su una scena del crimine. Non sbaglia un colpo. Abilità speciali d'autore, giudizio ferreo, giudizio cinereo. Può scagliare due tipi di frecce di energia dell'anima a distanza molto ampia. Mentre giudizio cinereo, con una nuvola di cenere applicata alla freccia, i nemici verranno accecati per un breve periodo di tempo. Interessante. Però lei non sa nuotare e non può neanche arrampicarsi sulle edere. Ma è un cecchino. Interessante, ragazzi. Vediamo lui. Von Presswald, stets zu Diensten. Pincus von Presswald, il quartiermastro, tiene i libri della Marley e supervisiona razioni e rifornimenti. Oltre a questo, a Pincus piace fumare mentre prende in prestito i libri sopracitati per scrivere le sue memorie personali. Abilità speciali d'autore, mente scrutatrice, moneta. Allora, sicuramente la moneta serve per distrarre, per attirare i nemici. Forse se Pincus non avesse perso tempo a gettare le sue monete a destra e a manca, sì. Sì, sicuramente per quello. Mente scrutatrice può imporre la sua anima nella mente di un nemico e assumere il controllo. Bello, anche lui non può arrampicarsi sull'edere, non sa nuotare. Infiltrato e spia. Ok. Credo che sarà difficile scegliere, ragazzi, eh? Ich bin bald dort. Güldene Grüße. Che figo questo. Quentin Albers. È il cacciatore di tesori, non ama condividere i suoi tesori, il che rende il suo ruolo sulla Marley un po' peculiare. Fortunatamente per Quentin, questa caratteristica si adatta perfettamente al resto del gruppo. Giù le mani del suo forziere, se tieni alle tue dita. Abilità speciale d'autore, canna del tesoro, uno strumento versatile che può tirare fuori dalla mischia compagni di ciurma, attirare i cadaveri dell'Inquisizione nel forziere di Queen e talvolta attivare le leve e cose simili da lontano. La testa d'oro. Quentin si toglie la testa d'oro e la getta a terra. I membri dell'Inquisizione inesperti sono solitamente attratti dalla sua lucentezza. Può arrampicarsi sulle edere, sa nuotare lui. Lui stilisticamente è bellissimo. Allora, sono tutti belli stilisticamente, ragazzi. Però lui, guardate che figo. Molto figo, eh. Allora, c'è anche lui o lei. Kanonieren bereit. Gael Lebris, la regina dei cannoni. Qualunque arma o cannone abbia bisogno di manutenzione sulla Marley se ne occupa Gael, che è qui per ripararli. Attenzione però, Gael scrive anche poesie e le legge a coloro che hanno voglia di ascoltare. Abilità speciale d'autore, colpo di canol. Il suo canol, il cannone presumo, che in lingua significa cannone, può sparare a preta d'occhio a qualsiasi persona consenziente e non, mettendola fuori combattimento e a chiunque stia mirando. Richiamo del canol. Il suo cannone è dotato di una corda altrettanto magica che può trascinare i compagni di equipaggio nel cannone prima che si accorgano di ciò che
che sta accadendo. Petardo e petardi servono per fare rumore e attirare l'attenzione di chi si trova nelle vicinanze. Non può arrampicarsi e non sa nuotare. Lei l'avevamo già vista, c'è lui. Il carpentiere navale, John, è uno che non sta mai fermo. Ora martella dei chiodi fantasmi, ora pulisce il ponte o fa due chiacchiere con il suo pesce domestico. Sir Reginald. Nessuno però sa cosa stia facendo con le tartarughe. Abilità speciali. Getta l'ancora. John è in grado di usare la sua ancora per aprire un portale verso gli abissi dove può nascondersi per sempre se necessario. Salpa l'ancora. Inoltre può tornare attraverso un altro portale e utilizzare l'impeto del suo ritorno per far saltare in aria l'ancora e colpire a morte un nemico. Sir Reginald. Sir Reginald non si fa problemi a dare un'occhiata in giro e si diverte a riemergere dagli abissi. La maggior parte delle persone reagisce in modo piuttosto sorpreso quando lo vede e gli dà delle tra i pochi a godere di questo onore sulla nave. Abilità passive: può arrampicarsi e sa nuotare. Lui è occultatore, è infiltrato. Interessante ragazzi, è interessante, però io quasi quasi andrei a rianimare a lui, scusate. Sì, per il momento rianimiamo a lui, mi ispira e poi cercheremo di rianimarli tutti chiaramente. Vai. Ma sì, dai. Buongiorno. Guten Morgen. Du musst Quentin Albers sein, der Schatzsucher. Du hast wirklich einen goldenen Schädel. Ah, ja, der Kopf. Eines der eher weniger interessanten Stücke aus meinem Besitz. Sag mal, was willst du für den Säbel da in deiner Brust haben? Ich geb dir, sagen wir, 100 verfluchte Rubine. No, mi serve la spada. Ist leider nicht zu verkaufen. Ach, das sagen am Anfang doch alle. Ich lege das dann mal unter in Verhandlung ab. Die Navigatorin braucht jenen Säbel für ihre Kräfte, Schatzsucher. Eine neue Navigatorin, sagst du? Bist du sicher, die ist keine Spionin, die mir unsere Schätze klauen will? So sicher, wie man es unter Piraten sein kann. Wie auch immer, du musst runter auf das Trainingsdeck. Ich werde gern mal ein wenig mit dem Schädel um mich. Aber ich erwarte, dass es bald eine zünftige Schatzsuche gibt, klar? Vabbè, andiamo a farci il tutorial, ragazzi. Testa d'oro, canna del tesoro. Niemand nimmt mir, was mir gehört. Oppure non perdiamo tempo e proviamo subito queste abilità in missione, ragazzi. Ma sì, dai. Sì, va bene, dai. Andiamo, ragazzi, chi se ne frega. Gut gemacht. Schatzsucher, der Rätselraum wartet. Ich denke, dieser Teil wird dir gefallen. Bringt's klingende Münze? Quentin! Ei! Bereit, verfluchten Münzen nachzujagen und die verlorene Karibik um ihre Schätze zu erleichtern. Abbiamo spezzato anche un'altra catena. Perfetto. Ah, Mordecai, du alter Teufel! Versteckst dir eine Schatzsuche und sagst mir kein Wort davon. Stocksauer wäre ich, wenn ich nicht so aufgeregt wäre. Frau Navigatorin, kehre zu mir zurück, sobald du bereit bist.
Molto bene. Vorbereitung ist alles. Jetzt wird das was. Das ist gut. Wir haben weiter Fortschritte beim Lösen des Rätsels gemacht. Schon was Interessantes in diesen kryptischen Reimen entdeckt? In der Tat. Ich glaube, ich weiß, welchen Zweck diese drei Schalen über der Tür des Rätselraums haben. Es ist Zeit, dass wir jenseits der zeitlosen Gestade vorstoßen. Komm an den Kartentisch. Andiamo subito. Andiamo subito. Es gibt viele Inseln in den zeitlosen Gestaden. Das Rätsel sagt uns, wohin wir gehen sollen. Borke und Dornen, Asche und Erz, Knochen und Finger. Diese Hinweise deuten auf drei Inseln. Schreckrankenbucht, eine wilde Insel mit einer verwunschenen Pflanzenwelt. Die Eisenbucht. Eine der Inseln mit einer Feuerstätte der Inquisition. Die Insel der Buße. Ein Seelengefängnis, das einen alten Gefährten in sich birgt. Ich glaube, auf allen Inseln sind Relikte zu finden. Wobei mir der vierte Hinweis immer noch schleierhaft ist. Da kommen wir auch noch drauf. Wir brauchen zudem mehr Seelenenergie und schwarze Pelle. Sì, certo. Die Relikte werden wahrscheinlich von Energie erfüllt sein. Was die schwarzen Perlen angeht. Die Zwillinge von Nerechte Meresch schulden uns noch einen Gefallen. Schreckrankenbucht und Eisenbucht könnten auch Perlen für uns haben. Ich vertraue dir die Wahl unseres Ziels an, Frau Navigatorin. Bene ragazzi, abbiamo parecchie opzioni qui, però visiteremo tutte le isole in ogni caso, quindi quasi quasi andiamo con ordine. Baia della temibile vite? Sì, facciamo prima questo. Schreckrankenbucht, eine wilde Insel, überwachsen von einer verfluchten Pflanzenwelt. Dort haust die mächtige Schreckranke, eine verschlagene Pflanze, die schon unglaublich alt ist. Ihre Wurzeln bedecken die gesamte Insel. Kriechende Tentakeln aus Borke und Dornen, die das Land unter sich aufteilen. Einst konnte der Käpt'n einen Pakt zwischen uns und der Schreckranke aushandeln, sodass wir in ihrem Reich sicher vor Anker gehen konnten. Nun beansprucht die Inquisition die Insel für sich und sticht und seziert die Schreckranke, während die sich an ihren Seelen labt. Weißer Marmor ragt nun aus dem Urwald hervor, wie riesiger Knochen. Die Inquisition verharrt dort, selbst im Angesicht des schrecklichen Zorns der Schreckranke. Wir werden die Lage zu unserem Vorteil ausnutzen und bei unserer Jagd nach Relikten und schwarzen Perlen an die Schreckranke appellieren. Perfetto. E contrattare una, e con una pianta. Corteccia e rovi. E la temibile vite custodisce una delle reliquie di Mordecai. Convincila a consegnartela. Partiamo. Wir sind da. Wenn ich mit meiner Vermutung richtig liege, ist das Relikt aus Borke und Dornen hier versteckt. Etwas vage für eine Insel voller Urwald. Wo fangen wir an? Na, habt ihr euch verlaufen, ihr kleinen Piraten? Wie mutig von euch, einfach in mein Reich einzudringen oder auch nur zu wissen, wonach ihr sucht. Ah. Oh. Die Schreckranke. Wie ich sehe, belauschst du uns. Das hier ist meine Insel, Mann. Hier entgeht mir nichts. Oder meinem Zorn. Wir sind hier, weil wir nach einem Relikt suchen, das der Kapitän hier versteckt hat. Eins aus Borke und Dornen. Verflucht. Ihr kennt also den Wortlaut. Dann hat das Spiel begonnen. Du hast es also? Hatte ich. Bis vor kurzem, ja. Dumm nur für euch, dass es sich die Inquisition geholt hat.
Diese Ignoranten haben keine Ahnung, was es ist. Und sie haben es in drei Teile aufgespalten. Seht ihr die Kisten, mit denen der Hafen übersät ist? Euer Relikt ist in dreien davon. Da dir ja nichts auf dieser Insel entgeht, weißt du, welche drei Kisten das sind, oder? Gewiss, kleine Piratin. Doch Mordecai wollte, dass ihr euch eure Belohnung verdient. Da helfe ich ihm doch gern. Vabbè, dobbiamo scoprirlo da soli. Spionage also. Da ist ein Kommissarius am Strand. Hören wir uns an, was er zu sagen hat. Und vielleicht finden wir ja doch noch unsere Belohnung. Nun, entscheide du, wo wir an Land gehen. Allora, dove conviene attraccare, ragazzi? Abbiamo diverse scelte. Sì, dai ragazzi, approdiamo qui. Più vicini, siamo più vicini così. Magari sblocchiamo questo portale. Sì. Sì, sì, ci sta, ci sta. Dann bleibe ich. Stets bereit. Mettiamoli in ordine. Ok, vai. Ok. Ora. Loro due si guardano. Ich muss zugeben, es interessiert mich schon, wie ihr diese Prüfung meistern Quindi. Werdet. Wir sind Piraten, Schreckranke, nicht seine persönlichen Versuchsobjekte. Alles auf dieser Insel dient mir zum Studium. Ob tot oder lebendig. Mir wäre es deutlich lieber, wenn du meiner Crew zur Hand gehen könntest. Ich habe kein Ende. Nur eine unstillbare Neugier, was die Mysterien der Seele. Merda, c'è anche lui. Mir scheint, unsere Arbeit ist nie getan. Nein, Präzision ist unerlässlich. Allora, potrebbe essere un'ottima occasione per eliminare questi due, ragazzi. Durch die Schatten hindurch. Non so se ce la facciamo, Beim Heben die Beine einsetzen. Gehen wir woanders hin. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ora. Direkt auf den Punkt gebracht. Für die Zeit. Occhio, mi stava per sgammare questo stronzo. No, l'unica strada per salire mi sa che è questa, eh. Was springt für mich dabei heraus? Ci proviamo ragazzi, ma prima salvo. Prima salvo e ci proviamo. Facciamo così. E così. Perfetto. Schwerer Kunde. Ein gutes Entree. Beim Heben die Beine einsetzen. Schwerer Kunde. Eine erlesene Wahl. Meine Truhe hat ihre Grenzen. Anche tu vieni qua. Non l'abbiamo ancora usato, ma ne avremo sicuramente occasione. Noi dobbiamo arrivare qui.
Ok. Niemand nimmt mir, was mir gehört. Behalt's für schlechte Tage, Marley. Ein Sinken durch das Herz. Eine Sorge weniger. Oh, schwer. Okay. Spezialbehälter. Den kopflosen Schatzsucher umhauen. Sehr witzig. Quello è un civile. Commissario. Accolito. Volendo possiamo passare anche da qui. Volendo. Però. Ah, ce ne sta un altro anche qua. Ai. Ein Festschmaus für meine Kinder. Ich hab gehört, dies fährt auf Anglers Ruhe. Unser Ziel ist klar. Ah, ci mettiamo qua dietro il carretto e valutiamo un po' la situazione. Questo, ok, guarda dall'altro lato. Loro sì. No, in realtà questo lo possiamo eliminare subito, eh. Ma andiamo a lui, quasi quasi, dai. Außer uns. Ein Angebot, das ich nicht ablehnen kann. Cazzo! Perché non le ha coltellato, porca puttana? Ragazzi, non l'ha coltellato. Non è stata colpa mia, eh. Ok. Was meinst du? Wie lange wird das noch dauern? Mal sehen, was da draußen ist. Jetzt wird das was. Ach. Mir gefällt schon jetzt. Porca di quella puttana. Me la rischio. Provo così, me la rischio, ma la vedo un po' difficile. Mein Leib vergeht. Ein Angebot, das ich nicht ablehnen kann. Der Hafen ist gut geschickt. Ich rate davon ab, sich hin. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, è andata benissimo. A dire la verità. Na, dann halten wir uns von dort lieber fern. Schnell. Was haben wir denn da? Beim Heben die Beine einsetzen. Wird erledigt. Versuchen wir es mit einem neuen Rezept. Tempo ist essentiell. Zieh mich ja nicht über den Tisch. Niemand nimmt mir, was mir gehört. Die Gelegenheit ruft. Bene. Mir gefallen diese Aussichten. Bene, 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 bene. Beh, questo qui forse possiamo eliminarlo da qua giù, eh. Meine Seele ist entfesselt. Non ci vede nessuno. Lui ci potrebbe vedere. Però entra dentro, sì. Ah, non ci arriva. Aspettate, proviamo da qua sopra. Fa il giro. Es ist angerichtet. Wird erledigt. Was springt für mich dabei heraus? Immer nach vorne schauen. Deine Seele ist frei. Gehen wir woanders hin.
direkt auf den Punkt gebracht. Okay. Hebt an! Durch die Schatten hindurch. Lui per il momento non mi disturba. C'è qualcun altro qua? Ma forse riusciamo. Forse riusciamo a farlo fuori questo, Vediamo lui fin dove arriva il suo sguardo. Ma in realtà... Bereite dich auf den Tod vor. Das wird schwerer. Ok. Guter Geschmack. Ammollalo qui. Momentaneamente, tanto non lo vede nessuno. No, guarda, stai qua. Guarda, al massimo non so se c'è qualcuno. Al massimo possiamo scendere. Se scendiamo, ci mettiamo qui dietro, nessuno ci vede. Questo ricordiamoci che dobbiamo ucciderlo simultaneamente all'altro. All'altra anima gemella. La cosa migliore da fare sarebbe sbarazzarsi... Vabbè, lui non mi disturba. Per il momento. Dunque! Nur ein Streich. Ausreichend aufgespießt. Okay. Sì. Potrei provarci. Se riesco a fare tutto con lui, quasi quasi, ragazzi. Riusciamo a scendere da qui? No. Merda. Però purtroppo è lenta. È lenta, ragazzi. Lei è molto lenta nell'uccisione, quindi mi sgammano. Dai, facciamo il giro. Magari facciamo il giro. Allora, mandiamo Afia qua. C'è qualcuno che qui ci vede? Cazzo. E facciamo un'uccisione simultanea. Dobbiamo essere veloci però, Ecco, da adesso. Meine Seele ist rasiert. Gehen wir woanders hin. Immer nach vorne schauen. A posto? Sì, a posto. Bene. Hab einen guten Kopf in meiner Truhe.
Ein Angebot, das ich nicht ablehnen kann. Ah, lui esce anche da questo lato, ok. Lo vede qualcuno? In realtà no. Ah, lo vede lui. Lo vede lui. Eine Erinnerung gefangen. Diamante, Rubine, Smaragde. Devo fare la stessa cosa quando è dentro. Però non credo che sarà facile. A meno che non lo attiriamo. Possiamo attirarlo. Was von Wert ist, gehört mir. Zeit, meinen Kopf ins Spiel zu bringen. Ma se io tiro. Ma non me lo devono vedere, però. Köder der anderen Art. Goldene Gelegenheit. Non lo vede nessuno? Also abgemacht. Ist das bringt's klingende Münze? Che cazzo c'è? Die können nicht widerstehen. Stiamo attenti, ragazzi. Oh, fischi, fischi. Niemand nimmt mir, was mir gehört. Forse era meglio farlo il tutorial, non ho capito come si usa sta cazzo di cosa. Mein Kopf ist locker. Was von Wert ist, gehört mir. Vediamo se viene attratto dal teschio. Nun also, seltsam. Ich kann tödlich verhandeln. Niemand nimmt mir, was mir Köder der anderen Art. Die Hände da, wo ich sie sehen kann, Quentin. Oh, almeno ci siamo levati dai coglioni a questo. Also abgemacht. Poteva diventare un problema. Nun also. Ein Angebot, das ich nicht ablehnen kann. Bringt's klingende Münze? Bene, lui sta rientrando, perfetto, approfittiamone. Mir gefällt schon jetzt. Lass dich nicht von der Flamme erwischen. Heb an! Nein, überleg dir das nochmal. Haben ist ein großes Ding. Wird erledigt. Okay. Occhio. Ich kann das Gold schon riechen. Vabbè, adesso questo qui lo secchiamo subito. Die Zeit rast. Anzi, mando subito lui qua sotto. Qua. Was glitzerndes? Diamante, rubine, smaragde. Che cazzo hai fatto? Accoltellalo, è già la seconda volta che sbagli. Kein Rückzieher, was? Bene. Facciamo un attacco simultaneo. Vorbereitung ist alles. Ich bin die Klinge. Zacket. E zacket.
wird erledigt. Oh. Deine Seele ist frei. Viel Spaß. Ed è fatta. Bene. Con qualche piccola complicazione, ma ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Piglia il corpo, buttalo qua. Adesso andiamo a origliare la conversazione. Ecco, quasi quasi faccio fuori anche a lui. E lo lascio qui, chi se ne frega. Ich folge dem Plan. Ich bin bereit. Das Feuer stellt die Seele. Ein gutes Entree? Sehr vernünftig, Mali. Mein bestes Stück. Bringt's klingende Münze? Was soll ich machen? Entfernt es sich? Oder bilde ich mir das nur ein? Wie können die es wagen, mich warten? Mal sehen, was da draußen ist. Du gönnst dir eine Pause, was? Deine Seele ist frei. Viel Spaß. Hast du deine Gewalt? Gehen wir woanders hin. Meldung, das ist deine Pflicht. Es gibt keine Entfernungen. Hallo? Ich warte. Ai. No, sta tornando indietro. Ho perso l'occasione, merda. Das werde ich melden. Hast du gehört? Hast nur ein Stück Holz? Ich nehme Maß. Hast du die geheiligte Pflicht vergessen? Die Prognostikare werden davon erfahren. Sehe an, wie an. Eine Sorge wie... Heb an! Ich angle nach Schätzen. Beh, a prenderti la testa. Allora. Kein Blick zurück. Mir gefallen diese Aussichten. Riuscirò, ragazzi, ad arrivare fin qua. Ein Moment, der bleibt. Wer wandelt da abseits des Gebäudes? Ah, visto le impronte sulla sabbia, ecco perché si è spostato. Vabbè, va bene, va bene. Ah, c'è lui. C'è lui, poi. Questi due dobbiamo origliare la conversazione. Questo è puntato da questo Die Klarheit, die sie gewähren. Worte, nichts weiter. Jetzt wird das was. Was haben wir denn da? Wer wühlt hier die Erde auf? Nicht meine Aufmerksamkeit wert. Ah, vede le impronte, ragazzi. Fall nicht vom Glauben ab, Bruder. Sobald wir unsere Pflicht erfüllt haben, kehren wir zurück nach Gran Alcazar. Ich weiß. Aber. Jeder Schrift. Converrebbe. Forse lui riusciamo anche a seccarlo, Versuchen wir es mit einem neuen Rezept.
Das wird reichen. Schwerer Kunde. Was? Ich werde diese impertinente. Ok, a lui l'abbiamo seccato. Quasi quasi mi faccio una nuotata, ragazzi. Guter Geschmack. Alles in einer Bewegung. Du, er zögert. Beim Heben die Beine einsetzen. Mit etwas Würze. Möge die Maid dir beistehen, Bruder. Deine Schicht ist noch lang. Ich werde durchhalten. Bis meine Ablösung eintritt. Aspettiamo che questo torni indietro, ammazziamo questo qui, dai, li eliminiamo con calma, dai. Piano piano ce la facciamo. Tanto facciamo in tempo, no? So schmeckt der Tod. Schwerer Kunde. Kann ich. Muttalo. Kinderspiel. Ein nützliches Geschenk. Ist das der Duft von Schießpulver. Der Kampf beginnt. Nessuno ci ha sentiti, perfetto. Oh, abbiamo anche lo schioppo, ragazzi, usiamolo. Però non abbiamo più munizioni, quindi buttiamo questo qua, facciamoci un bel tuffo e andiamo qui. Questi due li devo eliminare simultaneamente. Quindi. Diese Erinnerungen sind narrensicher. Diamante, Rubine, Smaragde. Wer? Sehe ich da? Wer wühlt hier die Erde auf? Ich bleibe. Nun, ich habe Besseres zu tun. Schon bald wird alles einen Sinn ergeben. Du wirst schon sehen. Wird er nun also. Na, mi ha visto, mi ha visto, mi ha visto, mi ha visto, mi ha visto. Non era una brutta idea, ragazzi, però siamo lenti. Kein Rückzieher, was? Ich bleibe hier, aber danke. Was? Ich kann meine Pflichten nicht vernachlässigen. Mein Leid vergeht. Mir gefällt's schon jetzt. Ei. Allora, proviamo a farli fuori a questi due. Ci proviamo. Eine Erinnerung gefangen. Ah, ich kann den Gerede nicht ausstehen. Però lui ha cazzo. È problematica. No, lei è lentissima, lui ci vede. Lei, come sempre, molto lenta, col tizio ci vede. Potrei invertire. Mandare lei qua. E lui qua. Nun also. Was springt für mich dabei heraus? Palle! Io, ragazzi, volevo fare una cosa più. Più raffinata, ma vabbè. Nun denn, wer war das?
ist das? Alles in einer Bewegung. Die Blätter verzögert. Facciamo così e vaffanculo. Ci avevo già pensato da prima, solo che ragazzi volevo fare una combo. E invece sto perdendo un sacco di tempo. Adesso possiamo eliminare anche il carissimo qua. Bewegt dich wie Wasser. Wer? Was ist das? Wer wühlt hier die Erde auf? Pah, nicht meine Aufmerksamkeit wert. Huh? Nun also. Ma come cazzo ha fatto a vedermi? Sehe ich da. Miss, berechne. Was haben wir denn da? Sehr werde ich die Erleuchtung deiner Seele geben. Seele. Miss, heb an. Berechne. Möge dein Kadaver dem Schalterhaufen Nahrung geben. Ha! Kein Rückzieher. Das ist Fleisch schon riechen. Das Urteil der Maid erwartet dich, Kreatur. Va bene, abbiamo approfittato. Si sono un po' allarmati, ma non è successo niente. Almeno abbiamo fatto fuori anche lui. Ma volendo, forse possiamo già origliare la conversazione. Meine Truhe hat ihre Grenzen. Legen wir los, ja? Blut und Schweiß. Was haben wir denn da? Ach. Das Aroma manipulierter Zeit. Einarmige Technik. Wakata. Ausreichend auf. Beim Heben die Beine einsetzen. Che dito al culo che era questo commissario. Madonna. Vabbè, sono rimasti solo loro tre, quindi. Guarda, se mi metto qui. Potevo farlo fin da subito. So macht man das. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten von der Lucia Blanca? Gar keine. Die ist unverzeihlich verspätet. Ich werde vorschlagen, ihren Kapitän wieder auf deine Stufe zu degradieren. Immerhin ist diese verfluchte Ranke jetzt friedlich, wo wir das Relikt herausgeschnitten haben. Wurden alle drei Teile gesichert? Jawohl, Kommissarius. Leider wurden uns nur zwei Armarien zur Verfügung gestellt. Das dritte Teil mussten wir in einer normalen Kiste unterbringen. Nicht ideal, aber immer noch im Rahmen unserer Doktrin. Verzeih, Kommissarius, aber wäre es dann nicht einfacher gewesen, das Relikt in einem Stück zu belasten? Unsere Schrift ist eindeutig. Jedes mächtige Stück verfluchter Flora darf nicht größer sein als das, was unter Vindictus 7, Vers 28 angegeben ist. Wenn du Probleme hast, die Schrift im Hinterkopf zu behalten, wirst du es niemals bis zu meinem Rang bringen, Akolyt. Sonderwunsch der Inquisitorin, was? Wo wohl die Kisten sind? Ich hab sie schon gefunden. Sie sind in deinem Logbuch markiert. Ist eine Weile. Ah, è questo. Vabbè, facciamoli fuori a questi tre. Es ist angerechnet. Kein Blick zurück.
Mir gefällt's schon jetzt. Das werde ich mir merken. Meine Seele ist entfesselt. Oh, questa mi è piaciuta, va. Ogni tanto una soddisfazione. Piglia questo, buttalo qua. Piglia questo, buttalo qua. Ich halte fest, was mir gehört. Ein Angebot, das ich nicht ablehnen kann. Was haben wir denn da? Ein Stück Holz. Ganz klar Teil von etwas Größerem. Ich würde behaupten, wir wissen mehr, sobald wir auch den Rest haben. Wie ich sehe, habt ihr euch den ersten Teil des Relikts verschafft. Ma scusate, gli altri dove stanno? Analyse unserer Eskapaden. Ah, una sta qui? Bedingt amüsant. Wobei es da wenig gab, was ich nicht schon vorher gesehen hätte. Kurios. Es heißt doch, keine zwei Seelen seien gleich. Und dass die Macht aller Verfluchten einzigartig sei. Eine groteske Vereinfachung. Wenn man so lange wie ich am Leben ist, fängt man an, die Zusammenhänge zu erkennen. Die verschiedenen Kategorien von Seelen. Und zu welcher Kategorie gehöre ich? Zur Nervtötenden. Du solltest lieber nach dem nächsten Relikt suchen, als meine Geduld auf die Probe zu stellen. Das zweite Stück gehört euch. Sarà questo, Casa Galleggiante. Penso di sì. Eskapaden bedingt unterhaltsam. Hey, Schreckse. Eine Frage, wenn's genehm ist. Was ist, kleine Piratin? Du hilfst doch Mordecai, seinen Schatz zu beschützen. Warum solltest du das tun? Warum sollte ich dir antworten? Ich frage mich einfach. Ah. Da haben wir ja das dritte Stück. Ja, jetzt verstehe ich. Sie werden zueinander hingezogen, als ob... Wow, die sind zusammengefahren. Jetzt haben wir ein langes, knorziges Stück Holz. Das ist ein Stück der Schreckranke und noch mehr. Das gehörte mal zu meinem Rumpf. Ja, aber ein paar so zentrale Sorte. Das war meine erste Reparatur. Du hattest Schaden in einem Gefecht gegen die Morgenstern genommen. Ah, dobbiamo raggiungere un portale. Abbiamo finito quindi qua. Nur um dann für Reparaturmaterial zweckentfremdet zu werden. Das war unnötig. Der Schaden hätte mit meinen Kräften vermieden werden können. Doch der Kapitän hielt mich zurück. Er sagte, jeder gute Pirat brauche ein paar Narben zum Prahlen. Ist dieses Stück Holz für den Schatz von Bedeutung? Nicht, dass ich wüsste, Frau Navigatorin. Doch es ist zweifellos das Relikt, das im Rätsel erwähnt wird. Nimm es mit in den Riss. Un'isola così grande, ragazzi, è... Und es in den Rätselraum bringen. E non c'è altro da fare. Wird erledigt. Vabbè, andiamo verso il portale più vicino, che sarebbe... In realtà sarebbe questo. Torniamo indietro, ragazzi. Tu gehst. No good. Sì, qua. Ich wieder über die Seele nachdenken und meine ungebetenen Gäste peinigen. Eine letzte Frage habe ich noch. Oh, mächtige Schreckranke. Ja, nervtötende Navigatorin. Wann hat dir Mordecai dieses Relikt anvertraut? Vor ein paar Jahren. Das war übrigens das letzte Mal, dass er und ich miteinander gesprochen haben. Er kam heimlich
und hatte wie immer irgendeinen viel größeren Plan im Hinterkopf. Strano però, ragazzi, che qui non ci sia altro. Mir einige Seelen die Nachricht von seinem endgültigen Ableben zu. Als ich mich seiner letzten Worte entsann, wurde mir klar. Er wusste, dass der Schnitter kommt. Nein, das hätte er nicht wissen können. Ignacia hat uns wie aus dem Nichts heraus überfallen. Vielleicht kanntest du deinen Kapitän ja doch nicht so gut, wie du dachtest. Er hat auf jeden Fall so einiges vor dir verborgen gehalten. Und wir werden nach und nach Licht in diese Sache bringen, bis der Schatz uns gehört, was, Marley? Ei, Frau Navigatorin. Vabbè, sblocchiamo questo portale, ragazzi, va. C'è lui. C'è lui. Guter Geschmack. Non so se mi conviene eliminarlo questo, oppure ce la facciamo anche così. Das Herz durchbohren. Mir gefallen diese Aussichten. Oh mein Geist! Münzen, vielleicht? Was von Wert ist? Gehört mir. Allzeit bereit. Der Kampf beginnt. Meine Seele ist rasiermäßig. Wie erwartet. Willkommen auf der anderen Seite. Beh, possiamo anche andarcene, ragazzi. Mission abgeschlossen. Der Sieg gehört uns. A posto. In effetti ci ho messo parecchio lì in quella parte sulla spiaggia, ma va bene. Quentin l'abbiamo usato poco, però ha comunque ucciso 8 persone, 8 accoliti. Segni e salvi, siamo tornati sulla Marley. Però dobbiamo recuperare una perla nera e l'energia dell'anima. Non lo so se ce n'erano lì in quell'isoletta, eh. Perle nere o energia dell'anima. Che cacchio è questo? Ah, è coso. Setze Kurs, Frau Navigatorin. A contrattare con una pianta. Vedete, questo non l'abbiamo fatto. Immer nach vorne schauen. Parliamo con lei e poi vediamo. Das Relikt aus Borke und Dornen gehört uns. Interessante Erinnerung, die er da für uns hinterlassen hat. Deine ersten Kampfnarben, was? Der Kapitän hat darauf bestanden, dass ich sie behalte. Ich hätte den Schaden lieber beseitigt. Jeder gute Pirat braucht ein paar Narben zum Prahlen.
Ich werde über deine Ideale eines Piraten nachdenken, während ich mich an der Energie des Relikts labe. Signora. Signora. Das kommt vom Bug. Trova il buffone. Sieh an, sieh an. Trova il buffone. Ah, eccolo qua. Vabbè ragazzi, dai. Anche se non abbiamo completato al meglio... questa missione, perché mi diceva di andare verso il portale, quindi io sono andato verso il portale, ragazzi, però purtroppo c'è ancora questo da fare, contrattare con una pianta, dobbiamo comunque completare le missioni che abbiamo sulla Marley prima di procedere. Quindi, non lo so, magari ci torneremo nel prossimo episodio, oppure chi se ne andiamo in un'altra isoletta. Valuteremo, ragazzi, valuteremo. Ma per il momento mi fermo qui. Voi, come sempre, fatemi sparare la vostra, lasciate un like, condividete, iscrivetevi al canale, sempre se vi fa piacere. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.